Ja, hallo, Michael Kotze in der Rucksack und dann immer willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Es geht um Zockeraktien. Ja, fünf Zockeraktien für 2021. Es ist der liebe Flo Forel. Zockeraktien meint er damit Spielehersteller oder was ich natürlich auch immer noch interessant finde. Ich war ja schon in Las Vegas und so, finde Las Vegas echt cool. Ein Casino-Betreiber oder so mal im Aktiendepot reinzupacken. Also, aber schauen wir einfach mal an, was er uns hier Schönes anbietet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forel und in diesem Video möchte ich dir fünf Zockeraktien vorstellen für das Jahr 2021. Also fünf Aktien, die extrem steigen können, aber auch extrem fallen können. Also sehr, sehr volatil. Ach, Zockeraktien, meint ihr doch dann halt Zockeraktien halt dann, egal was für eine Branche, überhaupt keine Gaming-Aktien oder so. Huiuiuiui. Sind und natürlich auch mit dem nötigen Risiko verbunden sind, dennoch aber wirklich großes Potenzial birgen für wirklich gute Renditen. Das Ganze keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Und apropos Meinung, wie immer auch, was sind deine Top-Zocker-Aktien? Schreib das jetzt gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir GameStop. Das alles gut. Der war gut, oder? So, wir reden gar nicht mehr lange drum herum, sondern starten direkt in das Video rein mit der ersten Zockeraktie, nämlich Spineway. Ja, und Spineway ist ein Penny-Stock, der wirklich ja, in den letzten Tagen, also du kannst gerne mal schauen, das Video wird hier Mitte Februar hochgeladen, das wirklich extrem krass performt hat und wirklich extremst gehypt worden ist. Was jetzt auf den ersten Blick gar nicht so ausschaut, die Aktie kostet 0,003 Euro, also im Nachcent-Bereich, also yeah, stell dir mal vor, du kannst fast vier Aktien für einen Cent oder so. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, so bei einem Cent ist Ende oder so. Aber das ist... Also ein Drittel Cent kommt. Also wir reden doch nicht über Spielehersteller. Wir reden doch eher über... Oh, Amok-Aktien. Aber wenn du so eine Aktie kaufen kannst und investierst da 5 Euro oder so... Aber ja, wenn du so einen Broker hast, wo du den kaufen kannst, dieses Aktiending da oder auch die hat keine Gebühren oder so. Ne? Sonst wird es natürlich bei 5 Euro Investitionssumme schon ein bisschen kacke. Aber okay, schauen wir mal. Sei dir bitte auch bewusst, dass das wirklich ein extremer Penny-Stock ist, ein Nano-Stock, der hier wirklich ja auch von der Marktkapitalisierung generell ja sehr, sehr klein ist. Und ganz kurzer Hinweis auch noch, der Preis sagt jetzt nicht unbedingt etwas über die Bewertung des Unternehmens aus. Also der kann noch so klein sein, es kann trotzdem sein, dass die Aktie zu teuer ist. In dem Fall schauen wir uns das aber mal an. In den letzten 10 Jahren ist immer diese Übersicht, wobei auch hier bitte beachten, es geht hier im Sommer 2019 los, da ist die Aktie an die Börse gegangen und wirklich extremst gefallen. Also ist hier bei 15 Cent ungefähr gestartet und ist mittlerweile im Nach-Cent-Bereich, also wirklich gerade aktuell ein Drittel Cent. Wer kauft so etwas für 15 Cent eine Aktie? Warum auch? Du siehst bei den ganzen Unternehmen, die an der Börse gehen, die cool sind. Die kosten 60 Euro oder so. Oder so Dollar oder so. Und, aber hey, da geht ein Unternehmen an der Börse für 15 Cent. Ich kaufe, warum? Warum ist sie deswegen aber trotzdem interessant? Weil sie hier in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr stark performen konnte, weil sie gehypt worden ist. Worum geht es eigentlich bei der Aktie? Es ist ein Unternehmen, was ja Werkzeug herstellt und auch Schienen für den medizinischen Bereich, gerade im Bereich der Wirbelsäule, deswegen auch Spineways, also die Wirbelsäule. Und hier hat es teilweise eine Verzehnfachung gegeben innerhalb von einem Tag, beziehungsweise zwei Tage. Du siehst es hier, bei 0,001 Euro war die Aktie und ist dann hochgeschossen innerhalb kürzester Zeit auf 0,011 Euro. Also das Interessante ist, was ist das Unternehmen wert? Ha, wäre das irgendwie so, was ist das dann, vielleicht 40.000 Euro wert oder so und du gehst dann halt mit 5.000 Euro rein. Natürlich geht die Aktie durch die Decke oder so. Also hier sogar eine Verzehnfachung. Das ist wirklich heftig gewesen, aber dann auch sofort am nächsten Tag der Sturz wieder auf 0,002 Euro, also eine Verdopplung, dann immer nur noch ja keine Verzehnfachung mehr. Wer da natürlich verkauft hat mit der Verzehnfachung, wirklich Glückwunsch. Dennoch hier wirklich sehr, sehr ja, spekulativ. Warum ist die Aktie so hochgeschossen plötzlich? Weil hier eben ja eine Operation in Asien quasi vollzogen worden ist mit deren Besteck, beziehungsweise deren Werkzeug, medizinischem Werkzeug. Und hier auch gesagt worden ist, hey, wir expandieren jetzt nach Asien.
Das ist wirklich hier auch sehr, sehr gehypt, also künstlich gehypt. Also die Bewertung ist für mich nicht gerechtfertigt, hier diese Verzehnfachung, und ist dementsprechend auch schnell wieder nach unten gekracht. Sei dir bitte auch mal bewusst, dass solche Unternehmen, die so klein sind, auch meistens immer viel für ihr Marketing tun. Also viele Agenturen zum Beispiel immer beschäftigen, die dann auch solche News in verschiedenen Foren und so weiter platzieren und das Ganze auch quasi künstlich hochpushen. Es gibt viele, die dann künstlich das hochpushen und dann quasi hier auch Gewinne mitnehmen. Deswegen grundsätzlich, ich bin nicht überzeugt von der Aktie, aber es ist eine spekulative Zockeraktie, wo natürlich immer mal wieder sowas kommen kann, dass irgendwelche News, irgendwelche Neuigkeiten verbreitet werden hier, entweder von dieser Agentur, die Spineways hier beschäftigt, oder eben, dass sie eben selber etwas sagen oder wirklich tatsächlich auch Erfolge haben und hier die Aktie schnell hoch schießen kann. Von daher hier wirklich. Was ist das von 0,003 Cent auf 15 Cent? Was ist das dann halt? Wie viel Prozent? Stell mal vor, die geht wieder auf 15%, Finger weg, ne? Also keine Anlageberatung oder so, aber stell mal vor, die geht wieder auf 15 Cent oder so. Das ist ja, was ist das dann halt? Eine Millionenfache oder nein? Aber irgendwas mit sehr, sehr viel Verfachte. Sehr, sehr kurzfristig als Zockeraktie geeignet. Die nächste Zockeraktie ist eine Aktie, die schon etwas etablierter ist, nämlich Nikola. Die dürfte auch dem einen oder anderen etwas sagen. Ist eine Aktie, die gerade in dem Bereich Wasserstoff sehr, sehr aktiv ist. Also man sagte so ein bisschen, dass Tesla der Nutzfahrzeuge soll das mal werden, kostet aktuell 18 Euro ungefähr. Und ja, wenn man sich da auch hier wieder die Übersicht anschaut der letzten 10 Jahre, wobei auch hier wieder bitte beachten, es geht hier erst im Sommer 2020 los, da ist die Aktie hier an die Börse gegangen. Stell dir mal vor, du hast die bei 70, was ist das, 74 oder so gekauft beim Börsengang und dann auf einmal ist die nur 20 wert, weil du denkst, jeder Börsengang geht durch die Decke und was ist? Nee, nicht jeder Börsengang geht durch die Decke. Das geht auch im Freien, das ist ja freier Fall, das ist ja auch 50 Dollar oder so. Freier Fall, dann hat sich nochmal berappelt und dann immer mal wieder so im freien Fall. Und jedes Mal, wenn dann halt so ein Peak nach oben kommt irgendwie, sofort wieder ein Absturz ohne Ende. Das sieht irgendwie auch aus, als ob da irgendwie so jemand manipuliert hat, dass der Kurs steigt und dann schnell verkauft und dann ist es meistens ja noch ein bisschen weiter. Aber oh, nee. Ja, da sieht es erstmal ganz, ganz düster aus. Warum? Also Nikola, wie gesagt, im Wasserstoffbereich tätig und soll so das Tesla der Nutzfahrzeuge werden. Also die wollen ein Wasserstoff-LKW, also ein Truck auf die Straße bringen, haben aber tatsächlich noch nichts auf der Straße und sind auch hier wirklich noch nicht im Bereich von irgendwie mal einem Gewinn oder sonstigen. Naja, wenn die nichts auf der Straße haben oder so, oi, das ist ja echt voll die Spekulation. Und sind hier wirklich noch sehr, sehr spekulativ. Dennoch, die Aktie hat sehr, sehr viel einbüßen müssen, nicht nur wegen eben fehlender. Ich frage mich auch immer noch, wenn diese Trucks zum Beispiel auf der Straße kommen oder so, wo tanken die? Kannst du irgendwo Wasserstoff großartig tanken? Also gibt es da, ich weiß es ehrlich nicht, gibt es da irgendwie ein großflächiges Tanknetz oder so? Wo kannst du den Wasserstoff tanken? Gibt's das? Nein. Gibt's doch nie, oder? Ist mir nicht aufgefallen. Umsätze und Gewinnen, sondern eben auch, weil die Aktie ja sehr, sehr oft geschortet wird. Also viele Leute, die darauf wetten, dass quasi die Kurse fallen werden, also die Shortseller. Zum anderen aber auch, dass hier wirklich Probleme gab, zum einen mit dem CEO, der in Skandale verwickelt war, aber auch zum Beispiel, weil hier General Motors angekündigt hatte, dass sie mit Nikola vermutlich zusammenarbeiten werden. Dann ist die Aktie natürlich hochgeschossen, das sieht man ja auch in den kleinen Ausschlägen. Dann aber tatsächlich die Ernüchterung, dass GM gesagt hat, also General Motors, okay, das machen wir wohl doch nicht, gerade auch wegen den Problemen bei Nikola, wegen dem CEO auch. Und ja, hier ist es wirklich sehr, sehr spekulativ, aber ich kann es doch noch weiter noch. Naja, wenn der CEO schon, also Tesla ist ja eigentlich auch nur, die haben es ja nur geschafft mit Elon Musk. Ich glaube, dass kaum jemand anders Tesla so erfolgreich gemacht hätte oder so. Das ist genauso wie, dafür denke ich aber, dass jeder den Flughafen in Berlin hätte eher veröffentlichen können oder eröffnen können, wie die Politiker in Deutschland. Also den Flughafen in Berlin hätte jeder besser machen können, jeder Schimpanse, wie dann halt die Politiker. Aber bei Elon Musk und Tesla, das Unternehmen Elon Musk ist Tesla, ne? Und er hat das vorangepeitscht und so.
Ja, er ist der Ingenieur teilweise, er weiß alles so, ne? Und ist damit eingebunden überall bei den Entscheidungen und so und sitzt nicht in seinem Büro und lässt das irgendwelche anderen Leuten entscheiden und so. Also, das ist ein Unterschied. Und wenn dann der CEO dann halt so Skandale hat und ist nicht dabei bei so einem Unternehmen, ist das, glaube ich, echt fatal. Nach oben gehen. Also das ist eher eine Investition, die langfristig ist und da quasi ein Zock ist. Aber wie gesagt, Nikola noch sehr, sehr problematisch, weil keine Umsätze da sind, beziehungsweise keine Gewinne und auch wirklich teilweise sehr, sehr viele Short-Seller-Attacken. Trotzdem bin ich hier überzeugt, dass es als Zocker-Aktie geeignet ist, vor allem langfristig. Dann kommen wir zur nächsten Aktie, nämlich Rocktec Lithium. Da wurde ich auch schon. Alter Schwede, was ist das denn für ein Raketenstart auf einmal? Voll seitwärts, voll, super voll seitwärts und dann auf einmal Whip. Sehr, sehr oft danach gefragt, dass ich hier doch bitte meine Analyse machen soll. Kostet an. Naja, lieber Flo, ich mag dich, aber das ist ja keine Analyse, ne? Also, du erzählst nichts von Unternehmenswert, Gewinne und sonstige Sachen oft, also. Die Analyse sieht doch ein bisschen anders aus. Das ist eine Aktienvorstellung, eine coole, aber. Aktuell 2,87 € und ja, wenn man sich den Kursverlauf hier mal anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass die Aktie sehr, sehr stark performt hat, zumindest in den letzten Tagen und Wochen. Warum war das so? Weil Rocktec Lithium, man hört es ja auch schon im Namen, im Lithiumbereich tätig ist. Lithium war ja schon immer so ein Thema, was immer mal wieder hochgekocht ist, also auch teilweise dann, man sieht es hier am Kursverlauf, teilweise sehr, sehr stark gestiegen ist, aber dann auch wirklich, wir sehen es ja, im Mai 2016 ist die Aktie gestartet, dann wirklich ganz gut eigentlich performt hat. Ja, und dann aber hier im Januar 2018 ungefähr, da war der Höchststand und dann ging es wirklich eigentlich nur noch bergab, beziehungsweise dann seitwärts. Warum? Weil Lithium natürlich als Rohstoff sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich die Batterien zum Beispiel anschaut. Das Thema Elektromobilität, die brauchen ja Lithiumbatterien, wurde dann immer größer, aber dann auch hier wirklich schnell die Ernüchterung, dass die Lithiumpreise zum Beispiel fallen, also der Rohstoffpreis fällt und dementsprechend kann man natürlich als Rohstoffhersteller oder Abbauer auch weniger Geld verdienen und das hat so ein bisschen auf den Kurs gedrückt. Und auch natürlich die schwächelnden Autoabsätze von Elektroautos. Das Ganze aber hier 2020 dann durch den Green Deal und so weiter doch eher befeuert. Man hat es auch an Tesla gesehen, die sehr, sehr stark performt haben. Und warum ist jetzt Rocktec Lithium so extrem abgegangen, vor allem hier Ende 2020 bzw. Anfang 2021, weil eben Lithium ein problematischer Rohstoff ist, der ja in Ländern sehr, sehr problematisch abgebaut wird. Von teilweise schlechten Arbeitsbedingungen wird da gesprochen und auch von Umweltschäden. Und Rocktec Lithium hat es eben geschafft oder hat Vorkommen von sogenannten Hard Rock Lithium. Also quasi, es wird nicht in so Sohle Seen abgebaut, also was wirklich sehr, sehr umweltschädlich ist und auch für die Menschen, die dort arbeiten müssen, nicht sehr, sehr gut ist, sondern es ist quasi Rocktec Lithium, also festes Lithium, was das aber dort abgebaut wird. Und da war wirklich die Aussage, okay, das Ganze ist wesentlich besser im Abbauen und auch Tesla hat sich da geäußert in die Richtung, dass sie eben nach Möglichkeiten suchen, das Ganze ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten und auch arbeitstechnisch etwas freundlicher. Und von daher ist das Ganze sehr, sehr schnell nach oben geschossen worden, aber auch sicherlich hier sehr, sehr gehypt worden, also auch hier künstlich nach oben geschossen. Man sieht es auch im Verlauf, ist dann auch nach dieser 90-Grad-Performance nach oben relativ schnell wieder nach unten gegangen. Und ich sehe hier auch den Einstieg eher bei der gelben Linie, also das ist die 50-Tage-Linie, daran orientiert sich eigentlich so als erster Indikator immer so ein Aktienkurs. Dann die nächste Aktie ist Clean Power Capital. Die Okay, ja, ich weiß nicht. Also, dieses Lithium, ja, keine Ahnung, ob das nicht schon zu gehypt ist, das da nochmal aufzuspringen oder so, ist gerade eine Abwärtsbewegung, oder? Sonst interessantes Unternehmen, ehrlich gesagt, werde ich mir aufschreiben. Die anderen beiden davor, boah, echt Zockerunternehmen. Die wurde ja auch schon sehr, sehr oft mal angefragt bei mir, dass ich die vorstellen soll. Ich hatte sie tatsächlich auch schon mal in einem Penny Stock Video vorgestellt. Kostet nämlich nur 1,30 € und ja, was macht Clean Power Capital? Die sind im Prinzip im Investmentbereich tätig und sind hier vor allem im Bereich erneuerbare Energien ja, tätig, beziehungsweise im Bereich Wasserstoff. Denn die haben nämlich in ein Startup investiert, was hier wirklich ja, auf sich aufmerksam gemacht hat, was Wasserstoff eben an Tankstellen, beziehungsweise an ja, zur Verfügung stellenden Quellen, dann quasi, wo die Leute sich Wasserstoff nachtanken, zum Beispiel, also zum Beispiel direkt an der Tankstelle, dass die dort quasi diesen Wasserstoff vor Ort produzieren. Also nicht erst. Ah ja, stimmt. So was habe ich auch schon. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, gerade so, wo viel Platz ist, Autobahnen, Raststätten oder so, die sind ja meistens dort, wo noch Felder nebenbei sind und so. Die können ja, ich weiß nicht, wie groß ist so eine Anlage. In der Stadt wird es höchstwahrscheinlich keine Genehmigung dafür geben, oder?
in irgendeiner Fabrik produzieren, dorthin transportieren und dann zur Verfügung stellen, sondern hier tatsächlich bei dem Punkt, wo der Nutzer das abrufen möchte, auch quasi erst den Wasserstoff zur Verfügung stellen und produzieren. Und das ist wirklich, ja, man könnte schon sagen, sehr innovativ und revolutionär. Es ist aber auch wirklich alles noch nicht so richtig in der Umsetzung, also noch nicht so in der praktischen Umsetzung, in der breiten Umsetzung, wo man sagen kann, okay, die sind hier wirklich schon im großen Umsatzbereich oder Gewinnbereich. Das ist noch nicht der Fall. Es ist noch sehr, sehr viel Theorie dabei, sehr, sehr viel Hype dabei. Ich meine, natürlich generell die Wasserstoffbranche ist sehr, sehr gehypt. Und hier ist es tatsächlich auch so, dass der Anstieg hier sehr, sehr... Der sieht echt hart aus, der Anstieg, aber das ist ja echt innerhalb 1 Euro. Ne? Viel damit zu tun hat, dass auch hier eine große Marketingagentur im Hintergrund ist, die hier viel gepusht hat. Natürlich gibt es aber auch hier Nutzer, die sagen, okay, ich bin so spekulativ unterwegs, ich halte die von mir jetzt auch langfristig. Die schaffen das natürlich mit ihrer Technologie. Und wenn das Ganze tatsächlich mal in der breiten Anwendung dann auch realisiert wird, dann kann es ja natürlich durchaus sein, dass die Aktie nach oben schießt und dann auch begründet. Für mich aktuell aber auch eher so ein bisschen Hype. Und man sieht es auch hier, der Kursverlauf ist sehr, sehr stark gewesen nach oben, aber dann auch sehr, sehr schnell die Ernüchterung, dass eben viele Gewinne mitgenommen haben, aber auch realisiert haben, okay, das Ganze ist natürlich auch schwierig, wenn es noch nicht wirklich profitabel ist oder noch nicht wirklich umgesetzt wird. Also sehr, sehr viel Theorie. Und von daher auch hier, es kann hier durchaus Sinn machen, zockermäßig zu investieren. Du musst dir aber immer dem Risiko bewusst sein, dass das Ganze hier wirklich noch sehr, sehr viel Theorie ist. Und ich würde auch nicht zu jedem Kurs hier investieren. Du siehst auch hier, es ist zwar in der gelben Linie, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr überbewertet. Es ist aber, wie gesagt, eine Hype-Aktie. Von daher, wenn du denkst, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, wo du dich wohlfühlst mit dem Preis und würdest sie auch dementsprechend lange halten wollen, kann ich dir hier durchaus empfehlen, den einen oder anderen Euro zu investieren. Sei dir aber auch bewusst, dass das Ganze auch komplett wieder nach unten gehen kann mit dem Kurs. Also sehr, sehr spekulativ, aber durchaus eine innovative Technologie. Sagt ja schon der Titel, ne? Zockeraktien. Idee. Dahinter steckt, beziehungsweise hier vorangetrieben werden soll. Nein, ja, okay, TUI ist natürlich, Die spekulative Zockeraktie, die ich dir vorstellen möchte, ist TUI und da bin ich tatsächlich eher mal so in der Aussage, dass ich sage, okay, TUI ist für mich ein relativ überschaubares Risiko, es ist ein etabliertes Unternehmen, der weltgrößte Reiseveranstalter, kostet aktuell 3,53 Euro die Aktie und hier bin ich auch selbst investiert, also von daher, ich traue TUI durchaus zu, auch im Jahr, vor allem im Jahr 2021, spätestens 2022, wirklich eine starke Performance abzuliefern. Natürlich kann der ein oder andere sagen, da ist jetzt der Staat mit drin, das ist sowieso unprofitabel, die zahlen auch keine Dividende mehr und durch die staatliche Beteiligung ist das eh schwierig und die haben auch so hohe Kosten und vielleicht dauert die... Also das ist ein Unternehmen, da auf jeden Fall habe ich da die Finger weg, das ist überhaupt nichts für mich. Krise ja doch noch länger. Ja, das stimmt. Deswegen ist es für mich auch eine Zockeraktie und kein solides Unternehmen, was auf jeden Fall unbedingt steigen muss. Aber für mich doch sehr, sehr überzeugend, weil sie eben als weltgrößter Reiseveranstalter mit absehbarem Risiko für mich, denn ich denke, im Laufe 2021, spätestens in der zweiten Jahreshälfte oder gegen Winter, dürfte der Kurs hier deutlich anziehen, weil die Leute eben wesentlich mehr verreisen wollen, weil sie es endlich wieder können, hoffentlich, weil viele geimpft sind, weil aber auch die ganzen Lockdowns und so weiter hoffentlich bald Geschichte sind. Und ich denke, das dauert auch gar nicht mehr so lange. Und allein die Aussicht auf mehr Reisetätigkeiten kann hier die Aktie schon nach oben pushen. Man hat es auch hier schon gesehen im Verlauf des Jahres, dass zum Beispiel mit der Impfstoffankündigung hier gab es einen großen Push nach oben und ich glaube tatsächlich, und ich bin so optimistisch und deswegen ist aber auch eine Zockeraktie, weil ich das natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, denke, dass hier 2021 hier in der zweiten Jahreshälfte das Ganze anziehen wird und die Leute auch wieder mehr verreisen können und dann auch überproportional viel verreisen. Von daher in dem Fall wirklich eine Zockeraktie, wo ich sage, okay, das hat durchaus Sinn mit Verdopplung zum Beispiel, eventuell sogar auch einer Verdreifachung vom aktuellen Zeitpunkt. Wir sind hier aktuell, wie gesagt, bei 3,30 Euro, ungefähr 3,50 Euro und da würde ich auch sagen, ist ein guter Einstiegspunkt, wo man durchaus langfristig hier als Zockeraktie investieren kann, aber auch... Denkst du, ich weiß es nicht, nee. Wie gesagt, langfristig, ich würde sie jetzt mehrere Jahre zum Beispiel halten oder ein Jahr Minimum, aber du kannst natürlich auch sagen, okay, du traust der Aktie so viel zu und spekulierst darauf, dass du sie vielleicht auch sogar nur kurzfristig hältst. Das kann durchaus sein, wie gesagt, wir kennen die Hypes gerade auch mit den Wall Street Bets, auch mit dieser jüngeren Generation, die jetzt an den Aktienmärkten sind und weil es eben eine Aktie ist, die relativ wenig kostet, rein nominell und da dementsprechend auch viel Hype entstehen kann, denke ich, dass hier durchaus Potenzial. Wie teuer eine Aktie ist, ob die 3 Euro ist oder 100 Euro oder 1000 Euro heißt nichts, ob die teuer ist oder billig ist, rein theoretisch. Ne? Ach ja.
Potenzial ist. Und von daher würde ich hier auf jeden Fall auch sagen, das ist eine Zockeraktie, der ich viel, viel zutraue. So, ja. Das war's. 5 Unternehmen. Ja, wie findest du die Unternehmen? Schreib mal in den Kommentaren. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.